zu uns rufen. Der Henschel zum Beispiel. Der Moritz ist. Oh, ein Trupps. Ah, wir haben Leute verloren, die Trupps geführt haben. So, ich kann wieder Truppen machen. So, und irgendeiner gammelt noch rum, oder? Ja. Ja, holen wir den mal zu uns. Hartnett war Statthalter irgendwo, ist jetzt kein Statthalter mehr, weil wahrscheinlich. Ah. Ach nee, doch, er ist Statthalter. Komisch. Okay, dann kann ich doch gleich Statthalter einsetzen, wenn die jetzt bei mir eintreffen. Ah ja, Trupp. Die können wir mal entfernen. Vielleicht nicht alle. Machen wir es mal so, dann haben wir ein bisschen Luft noch. Und wir haben noch Gefangene dabei. Den Luthor. Tschüss. Und den da auch. Tschüss. Marberg wird immer noch belagert. Könnten wir jetzt mal hinschauen vielleicht. Schauen wir mal, ob wir da diesmal verteidigen können. Ich kann mir hier noch so ein paar Banditen überrennen nebenher. Damit unsere Truppen leveln. So, die nehmen wir auch mit. Das waren zu viele. Da schmeißen wir davon welche raus. Warte. Die hier können wir mitnehmen. So. Ein Pferdchen war dabei. Gut, Essen brauchen wir eigentlich jetzt nicht unbedingt. Aber dann heilen unsere Truppen besser. Und befördern. Okay, so groß ist die Belagerungsarmee nicht. Solange es nur die eine ist, könnten wir sogar mitspielen. Die kämpfen schon. Die kämpfen hier schon. Dann stehen wir den Verteidigern zur Seite. Und wir dringen ein. Und helfen natürlich mit.
greifen an und haben jetzt hoffentlich eine Belagerungsschlacht und keine Feldschlacht. Ja, haben wir eine Feldschlacht. Und ich wollte gerade was trinken, ganz gemütlich. Kann ich kurz pausieren, ja. Okay, das geht aber, weil wir so viele Truppen haben. Ich verstehe nicht, warum wir manchmal Feldschlachten haben und manchmal auf der Burg verteidigen dürfen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Dass die Gegner dann einfach auch passiert euch mal hier. Die Reiter kommen wir hier an die Flanke. So. Ein paar Beschwörungen. Auch in Trupp 1 schicken. Trupp 1 dann gleich mal folgen lassen ein bisschen. So. Ah. So. Feinde, da unten reiten welche. Die können hier rüber. Die schicke ich mal als Dämpfer für die Bogenschützen. Als Wachen für die Bogenschützen. Die schicke ich mal hier hin und die schicke ich mal hier hin. So. Und die bleiben bei mir in der Nähe. So. Ah ja, oh, das sind schon die. Der ist sich weit verstreut. Einen Angriff machen. Footman, do my bidding. Hier vor. Und die hier. Hier vor. Warte, ne? Ja, ein bisschen weiter so. Wir haben kaum Infanterie, kann das sein? In die Senke, ne? So. Werden die nicht so getroffen? Die auch in die Senke? Die da runter? Die Rider könnten da hinten die anderen Reiter da angreifen. Die könnten nicht ein bisschen vorrücken. Und unsere Archer könnten hier auch eine größere Linie machen. So. Und dann machen wir hier. Die stürmen jetzt. Als erste Truppe. Die Maschine einfach rein. Die Maschine da unten rein. Und das sind ja die, die bei den Bogenschützen bleiben sollen.
wirklich treffe. Vielleicht doch hat die Mütze runtergehauen, oder? Das war die Mütze, die ich da getroffen habe. Hat nicht reagiert. Kein Mützenschaden bisher. Leute da unten könnten jetzt chargen oder sie laufen einfach da hin. Weil das mit dem Chargen würde dann nicht funktionieren. Also, ja, hab ich schon mal gesagt. Das mit dem Chargen funktioniert immer nur dann, wenn ich es nicht will. Oh, ich stehe hier blöd. Die Reiter werden da hinten aufgerieben von den anderen Reitern. Kommt mal her. Warte mal. Die haben eine gute Aufstellung, die Gegner. Oder ich bin einfach schlecht. Wahrscheinlich beides. Die haben so, oh, die haben sich so weit ausgefächert. Das ist echt mies. Wir sind in unserer Bogenschütze. Wir haben nicht mehr so viel. Halt nicht chargen. Was ist hier durch hier? Die Reiterin, keine. Die greifen die Bogenschützen an. Die kämpfen da oben gegen die. Oh. Jetzt durch was zurück. Die feindliche Infanterie. So, wo sind meine... Wo sind meine? Okay, die Bogenschütze sind oben, die Bälle. Jetzt liegt... Oh, meine... Mein Infanterietrupp hier. Der Infanterietrupp kann da rein chargen. Ich glaube, ich habe meine Kavallerie verloren. Kann sein? Ich habe da noch Ziel, okay. Aber ist natürlich ein bisschen schwach. So, macht jemand die feindliche Bogenschütze klar. Das sollten die doch schaffen. Die ziehen Reiter gegen die. Ja, den haben wir. Ist das ein Gemetzel? Muss ich mir wieder heilen müssen. So. Was seid ihr denn für einen Druck hier? Wieder. Ne, ist gemischt. Okay, ich habe Verstärkung gekriegt, die ganz komische Sache mal. Sammelt euch mal alle hier bitte. Oh,
auch hier sammeln. Das ist nämlich hauptsächlich Kavallerie als Gegner. Oh. Full Attack, meinst du? Nee. Dann verscheut sich das ja noch mehr. Und die Kavallerie reitet unsere Infanterie. Kommandose. Willkommen. Huh. Wie ist der denn jetzt gestorben? So, unsere Kavallerie charge noch irgendwelche Bogenschützen an. Jagt den da hinten los. So, jetzt haben wir hier nämlich einen schönen Haufen. Die in die feindliche Kavallerie einfach reinreitet und dann hoffentlich stirbt. Oh, meine Axt ist zu kurz. Typen, die das Böse bekämpfen. So ein Quatsch. Viel zu stark. So, ja, die waren da mal Skelette kaputt, das ist nicht schlimm. Ja, es ist nicht schlimm. Ich glaube, wir haben schon ziemlich gewonnen. Bloß diese feindlichen Reiter, die hier noch rumschwirren. Ah ja, siehst du. Wir haben dann noch unsere Pferdtypen. Die kommen auch mal her. So. Damit wir die ein bisschen schützen. Die wertvolleren Einheiten. Na, ich komme nicht an die Hand. Na also. Wenn ich sie dann mal richtig treffe, dann ist es okay. Hier ist natürlich gut, dass wir so einen Schildtypen haben hier. Was sieht's denn aus? Bildet mal ein größeres Viereck. Geht das? Warte. Ja. So vielleicht. Jetzt genauso wollte ich das. Wir reiten hier in den Pulk und dann werden sie weggeklöppelt. Und jetzt haben wir gewonnen. Juhu. Eieiei. Habe ich mir einfacher vorgestellt. Gut, dass ich. Ich weiß gar nicht, was gut war jetzt hier. Ihr seid jetzt mein Gefangener. Ihr seid jetzt mein Gefangener. Ihr seid jetzt mein Gefangener. Ihr seid jetzt auch mein Gefangener. Und ihr seid auch mein Gefangener. Waren schon viele. Eieiei. Da rollen jetzt gleich viele Köpfe. Juhu. Truppen wieder aufgestockt. Passt schon. Der Vorteil der Untoten. Einfach die verlorenen Truppen vom Schlachtfeld wieder aufsammeln. So, oh nice, lauter Pferde. Nehmen wir mit. So.